Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von uns, das ist eingeschlafen schon. Ja, wir sind unterwegs, wie ihr sehen könnt. Wie ihr natürlich im letzten Vlog schon erfahren habt, werden wir den Hund holen. Und heute ist es soweit, wir holen ihn. Also es war gestern und heute holen wir ihn gleich. Wir freuen uns schon sehr, wir sind ganz aufgeregt. Dabei ist die Luisa, wie ihr schon gesehen habt, der kleine Philipp natürlich und die Michelle ist dabei. Lara und Patrick haben keinen Bock gehabt mitzugehen und das passt auch, dann ist auch das Auto nicht voll, weil wir haben nämlich hinten eine Transportbox für den kleinen Hund, damit wir ihn natürlich auch sicher und safe nach Hause transportieren. Wir brauchen unbedingt ein größeres Auto, also aktuell haben wir so als Familie noch Platz im Auto. Ja, wir haben einen 7-Sitzer, wir sind 7, das heißt, wir haben alle noch Platz. Das Problem wird nur dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Kinderwagen mit muss oder ein Hund, dann haben wir ein Problem. Oder Koffer oder so, kannst vergessen. Da passt gar nichts mehr rein, nicht mal ein Roller oder so passt rein. Deswegen schauen, sind wir eh schon... Wir haben nur Dachbox. Genau, wir hätten die Option vom Dachbau von der Dachbox, aber ja, das schaut irgendwie auch blöd aus. Das würde man immer in den Urlaub fahren. Ja, wie Touristen. Jedes Mal das Raufheben ist auch schwierig. Naja, deswegen sind wir sowieso auf der Suche nach einem Bus, also nur für die Fälle, wo wir dann alle fahren. Ja, das kommt auch vor. Ja, auf jeden Fall, wir holen den Hund aus der Steiermark. Ich habe aber gestern so was Witziges gesagt, musste ich lachen, weil... Also ich bin ja auch aus der Steiermark, also ich bin in Graz aufgewachsen und der Papa so, alles ist aus der Steiermark, das Auto ist aus der Steiermark, meine Frau ist aus der Steiermark, die Hunde sind aus der Steiermark, alles was gut ist, ist aus der Steiermark. Da musste wirklich, es war sehr, sehr amüsant und ja, wir sind auf jeden Fall super aufgeregt und ich habe euch auch schon gesagt, dass die Hündin trächtig ist, wir wissen nicht, wie viele Welpen im Bauch sind und da müssen wir... Was machen wir, wenn der 5 Stück drin sind? Ja, was machen wir? Nichts machen wir. Das Gleiche, was wir machen, wenn 2 drinnen sind. Wir müssen auf jeden Fall mit dir zum Tierarzt, weil, damit sie einen Ultraschall bekommt. Achso, muss man das, oder? Muss man nicht, aber ich wäre halt... ich möchte gerne wissen, weil wäre halt interessant zu wissen, weil dann... Wenn sie das Baby, wenn die Babys rauskommen, dass ich weiß, okay, kommt jetzt noch was oder kommt jetzt nichts mehr, oder? Dann wird man eh merken, wenn nicht mehr kommt. Das heißt, ich habe schon Erfahrung. Ja, Papa hat schon mal. Bei 5 Geburten war ich dabei. Von Menschen. Ja, und bei Rumänien habe ich selber. Der Papa hat nämlich als Teenager, war er ein Teenager, da hatten sie einen Boxer und dieser Boxerhündin hat einfach 8 Welpen auf einmal geworfen. Oder 8? Oder 13? Ich weiß nicht mehr, jetzt ist es vorbei, habe ich 13 gesagt? Du hast das erste Mal 13 gesagt, aber ich glaube 8, weil also so groß war die Lisa jetzt auch nicht, dass da so viele reinpassen. Ich habe die Hunde noch gesehen, also ich habe, weil die Mutterhündin, die hat noch gelebt, als wir ein Paar geworden sind. Und sie haben sich noch ein Baby behalten. Genau. Ja. Die habe ich auch noch erlebt. Ja, die ist aber schon gestorben. Das sind beide tot, ja. Schon sehr lange her. Ja gut, jetzt stecken wir im Berufs... Perfugt. Im Berufsstau. Du bist schön. Wieso? Du hast gesagt, wir sollen zu fahren. Es gibt keinen anderen Weg nach Steiermark. Doch. Ja, fliegen. Na gut, meine Lieben, wir werden euch updaten, wenn wir dann näher dran sind. In meiner alten Heimat, in der Steiermark. So, unsere erste Pause. Papa hat jetzt Kaffee geholt. Warte kurz und ich fahre. I need this. We need this. We love this. Kennst du das von TikTok? No. Ah, bist du mokusch? Ich bin nicht so cool wie du. Na, kannst du das nehmen? Das kannst du laut sagen. Der Papa, der alte TikToker, du. Alte TikToker. Und wie geht's euch so? Bitte schön, nimmst du auch meinen Dreck. Dankeschön. Ich werde dich unterhalten. Ah, ich habe ein bisschen Zucker ausgepackt. Sorry. Ah, das ist nicht schlecht. Die Mama schüttet dir alles aus. Ich bin bei uns die, die... Alles aus der Hand verliert. Ja, ich bin ein bisschen tollpatschig. Botschat. Ja. Aber wenn du irgendwas Neues kaufen, wie zum Beispiel, weiß nicht... Eine Couch. Ja, das wird angepatzt oder innerhalb von 3 Tagen. Und die Kinder haben das alle von mir geerbt. Genau. Oder aber du hast das gewusst, bevor du mich geheiratet hast. Ja, jetzt das stimmt. Rückgabe. Aber du hast dich schon am Anfang von der besten Seite gezeigt, da muss man schon sagen. Kannst du mir meine Flasche aufmachen? Und jetzt nicht mehr, oder was? Jetzt schüttest du alles aus, nervst. Ist ja nicht so, dass der Papa nicht nervt. Also. Ja. Natürlich nerv ich auch. Ja. Warum soll ich nicht nerven? Frag mal. Frag mal. Nervt sie auch?
Lecker. So, weiter geht's. Also du brauchst noch deinen Deckel, oder? So. Arrivederci. Warte, Deckel? Achso, darf ich mir den Wall von anklicken? Wie lange fahren wir noch? Eine Stunde. Wir sind gerade von zu Hause weggefahren. Stimmt gar nicht. Eine Stunde haben wir noch. Warte, na mehr. Zwei Stunden fast. Eineinhalb Stunden mehr. Wir haben doch gesagt, wir sind um 17 Uhr da. Ja, 17 Uhr 2. Eineinhalb Stunden. 136 Kilometer haben wir noch. Das ist ein Katzensprung. Ja. Schaut mal bitte unsere neue Dame. Ich würde da den Kopf reinstrecken. Meine schwangere Mami. Oh mein Schatz. Ich kann nicht richtig stehen, das Dach ist zu tief. Sie muss sich hinlegen. Kannst du dich bitte hinlegen? So, jetzt fahren wir gleich. Ja, du bist ein bisschen kraulen, ja? Sehr gut. So, meine Lieben, wir sind schon unterwegs nach Hause. Wir machen eine kurze Pause, denn wir dringend aufs Klo gehen müssen. Ja, die Mama stillt das kleine Baby und unser kleines Mäuschen ist ganz ruhig in ihrem Korb. Also sie ist ein bisschen ängstlich, aber wahrscheinlich ist es ist normal, weil naja, sie kennt uns noch nicht und ja. Sie ist in einem Korb im Auto, ja, sie weiß nie, was auf sie zukommt. Ja, und die kleine Maus ist hier. Ja, Mama, du brauchst du keine Angst haben. Ja. Warte, du kommst. Magst du auch den Hund sehen, Luisa? Beim Streichen? Ja, probier mal. Yeah. Er mag dir nichts, oder? Schau, ist ja brav, ist ja brav, ganz brav. Magst du sie? Nicht in den Augen greifen, gell? So, unsere Weiterfahrt geht weiter. Weiterfahrt geht weiter, ja. Macht Sinn. Wir haben jetzt die Kleinen, also ich musste jetzt die Kleinen ein bisschen stillen. Diese Blabbermäulchen. Also ich musste die Kleinen ein bisschen stillen. Ja, und deswegen haben wir die Pause gemacht. Alle waren nochmal auf Toilette, also ich musste jetzt nicht. Und die Lisa. Okay. Hast du Hunger? Ja. Ich habe auch Hunger. Du willst McDonald's essen, dann werden wir ein Problem haben, weil McDonald's sperrt genau in 13 Minuten zu. Zum Glück. Na, ich hätte jetzt zu Hause was, ja? Auf jeden Fall wollte ich euch die Geschichte erzählen, wie wir zu der Kleinen gekommen sind, die übrigens Goldie heißt. Goldie Horn, so wie diese Schauspielerin. Aber wir werden sie wahrscheinlich vielleicht den Namen Goldie behalten, aber wir werden ja nicht Englisch aussprechen, sondern mehr Deutsch, so Goldie, oder? Ja. Goldie. Goldie, keine Ahnung. Goldie. Klingt irgendwie süß, wenn man es jetzt nicht so im indischen Dialekt ausspricht. Goldie. Goldie. Papa. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, wie wir zur Hündin gekommen sind, zur kleinen Goldie. Weil eine Freundin von mir hat das auf Instagram gepostet in ihrer Story. Dringend Pflegeplatz gesucht für beträchtigen Hund. Und so weiter. Sie hat auch einen genommen, und zwar eine Hündin mit zwei Welpen. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, die ist so süß, die Arme. Und dann habe ich das der Familie gezeigt. Die Familie war natürlich alle super begeistert. Wow. Natürlich haben wir das lange besprochen. 24 Stunden lang haben wir das alle Vor- und Nachteile durchkalkuliert. Natürlich muss man das auch bedenken. Ja, man nimmt ja ein Lebewesen und nicht nur ein Kuscheltier oder so. Aber wir sind, die haben gesagt, wir wollen das machen. Wir wollen die kleine Goldie zu uns holen mit ihren Welpen und ja, wir werden sie wahrscheinlich auch behalten. Nicht nur wahrscheinlich werden wir sie behalten und einen Welpen haben wir uns entschieden. Aber mal schauen, das lassen wir jetzt alles auf uns zukommen, wie es wird. Aber das ist schon mal fix und danach die anderen Hunde werden wir vermitteln. Die Welpen mit dem Tierschutzverein Animal Nights. Ja, über diesen Verein wird natürlich dann auch die Vergabe der Welpen laufen. Checkt unbedingt unten in der Infobox den Link ab, also zur Webseite vom Tierschutzverein, von dem auch wir jetzt die Kleine haben. Vielleicht könnt ihr eine kleine Spende entbehren. Solche Tierschutzvereine freuen sich immer mega darüber, weil die leisten ja meistens alles aus Vorkasse und die leben ja von Spenden. Und vielleicht ja, seid ihr auch darunter, habt ein gutes Herz und möchtet das ein bisschen mit unterstützen. Würde mich natürlich sehr, sehr, sehr freuen und schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, unten in der Infobox ist der Link. Ja, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit für uns und wir sind gespannt, wie es sein wird mit den Welpen und mit unseren Hunden. Und ich bin auch immer gespannt, wie die Zusammenkunft jetzt auch
ausschauen wird mit den mit Emmy und Sophie und der kleinen Goldie. Goldie, genau. Entschuldigung, wie süß, Goldie. Und natürlich, falls ihr dann Interesse habt an einem Welpen und jetzt vielleicht in unserer Umgebung wohnt oder so, dann meldet euch dann. Aber das lassen wir noch ganz langsam auf uns zukommen. Ja, ja. Na gut, wir sehen uns gleich zu Hause. Mal schauen, wie es zu Hause abläuft. Mama, das erste Zusammentreffen. Selber Day. Ja. So, funktioniert schon mal gut. Wir machen das nacheinander. Die Emmy will halt schnuppern. Ja, wegen was Neues da. Sehr fein. So eine schöne Dame. Oh, ein Pipi. Sie ist ja ganz eine Liebe, gell? Ja. Das erste Beschnuppern mit der Emmy hat schon mal super funktioniert. Und jetzt ist die Sophie dran. Ich hab mir gedacht, wir haben uns gedacht, wir machen das so nacheinander. Weil nicht, dass Emmy und Sophie so eine Dynamik zusammen entwickeln und sie vielleicht Angst hat. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall kommt der Papa jetzt mit der Sophie runter. Wo ist die Sophie? Ja, wie ist deine neue Freundin? Ich bin hier, Papa. Komm, Sophie. Sehr gut. Super, Sophie. Ja. Na komm, geh mal eine Runde Gassi, ja? Super, die Sophie gemacht. Jetzt schnaufen beide. Ja, Sophie. Das gehört uns. Deine neue Freundin, deine neue Schwester. Ja. Bald wirst du Tante. Tante Sophie. Glaubst du, spürt sie das, dass sie schwanger ist? Ich glaube schon, ja. Oh mein Gott, Babys. Das sind gleich groß, Sophie und Goldie. Was? Komm, zeig deiner neuen Freundin, wo du wohnst. So, Mädel, hier gehen wir Gassi, also halt dich fest. Die Sophie voll außer Rand und Band. Schaut mal, Freunde, yay. Yeah. Viele Freunde. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Na Michelle? Ganz. Die Michelle hat das gemacht. Ich habe deinen schon wieder heute weggeräumt. Die Michelle hat ihr Helden schon das heute auch nicht weggeräumt. Dann Michelle. Hey, das kannst du wegräumen. Das ist ein ganz süßer Hund. Wie heißt er nochmal? Goldie. So wie Gold? Und Goldie. Goldie! Der Pipi ist nicht so. Ja, sie hägelt schon ein bisschen, also ich glaube, bald geht's los. Bald werde ich zehnfache Papa sein. Die Sophie guckt mich an. Wow! Ja, sie kann auch zehn auf einmal. Das glaube ich nicht, bis zehn, oder? Nein. Wir wissen ja nicht, wie viele Babys sind. Die Mädels schlafen alle schon. Das sind immer wir. Und der Patrick ist da und der kleine Philipp ist da. Und wir werden noch schauen, dass wir ein gutes Plätzchen zum Schlaf, wo sie sich ausruhen kann. Mal schauen, wann die Babys kommen. Und ja, wir werden euch auf jeden Fall dann morgen wieder mitnehmen. Oder? Ja, morgen. Ja. Na gut, meine Lieben. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Papa ist ganz nervös, wie ich damals, als ich die Babys bekommen habe, oder? Noch ein Geburt. Ja, jetzt habe ich nicht 5 Babys bekommen. Noch ein Geburt. Ich werde Hebamme. Das wolltest du schon immer werden, oder? Ja. Oh, schau dich den Bauern. Schau dich den Hund an. Und spürst du da? Ich spüre die Babys und die lange Nippel von Zizis. Aber spürst du wirklich Babys? Nein, oder? Nein. Komm, ich da nicht hingreifen. Ich habe so ein bisschen Respekt davor. Na gut, mein Lieben. Bis zum nächsten Mal. Sagst du auch Tschüss.